Ich gebe dir heute 5 Tipps, wie du sofort attraktiver auf Frauen wirken kannst und auf was wir Frauen nämlich auch achten. Also, bis gleich. Herzlich willkommen, mein Name ist Nadine Kretz. Ich bin Autorin und Beziehungsmanagerin, habe mittlerweile schon 6 Beziehungsbücher geschrieben, wie du glücklichere Beziehungen führen kannst und wie du zu deinem Traumpartner oder deiner Traumpartnerin kommst. Heute gebe ich dir 5 Tipps, wie du sofort attraktiver auf Frauen wirken kannst und auch, worauf wir Frauen eigentlich achten, wenn wir einen Mann sehen. Das allererste ist natürlich die Optik und das Aussehen. Du denkst jetzt vielleicht, ich bin vielleicht nicht attraktiv genug für die Frau, dass ich halt viele Frauen kennenlernen kann. Und dann sage ich dir, das ist nicht korrekt. Denn das Aussehen ist für eine Frau zwar für den ersten Eindruck ist es zwar auch wichtig, aber es ist dennoch sehr sekundär. Das bedeutet, dass wenn du dich ihr gegenüber auf eine bestimmte Art und Weise verhältst, dass du durchaus auch auf den zweiten Blick noch sehr attraktiv für sie sein kannst. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis sind sogar sehr viele Frauen, die ihren Mann geheiratet haben, den sie auf den ersten Blick gar nicht so besonders attraktiv oder interessant fanden und heute glücklich und lange schon verheiratet. Was allerdings wichtig ist bei dem Aussehen, ist natürlich, dass du ein gepflegtes Äußeres hast, dass du dich wohlfühlst in deiner Kleidung und dass du vielleicht auch, wenn du je nachdem, was für eine Typ Frau du stehst, dass du dann da schon auch eine gewisse Attraktivität mit deinem Outfit ausstrahlst. Das wird oft vergessen, sondern ist oft so ein bisschen fluffy und schluffi und auch wenn man irgendwie schick weggeht. Und Frauen, das ist nun mal die Eintrittskarte auch, und Frauen achten natürlich schon auch darauf, was hat der denn an? Das machst du bei einer Frau ja ganz genauso. Du schaust auch, was trägt sie? Ist es so ein cooler Style? Sieht es feminin aus oder nicht? Und so achten auch wir Frauen darauf, wie denn der Mann rüberkommt in seinem Outfit und ob uns das gefällt. Die Geschmäcker sind da ja zum Glück unterschiedlich. Nur wenn eine Hose viel zu groß ist, wenn das Hemd gar nicht passt, wenn da noch ein Zipfel raushängt, dann macht das einfach schon recht unattraktiv. Punkt Nummer 2 ist deine Körperhaltung. Gerade dann, wenn ein Mann nicht besonders selbstbewusst ist, dann passiert es oft, dass die Schultern so ein bisschen nach innen sacken und dass man eher eine solche Haltung hat, anstatt aufrecht. Und du wirst merken, wenn du das ein paar Mal übst oder auch vor dem Spiegel, es gibt auch die Siegerpose, dann stehst du einfach da, hältst die Arme in den Himmel und fühlst dich wie ein Sieger. Gerade wenn du im Ziellauf nach einem Marathon eingelaufen bist, reißt man auch die Arme nach oben und das gibt dir eine sehr positive Energie. Wenn du aufrecht gehst, aufrecht stehst, das Kinn nicht unten, sondern auch eher oben, also nicht so, dass du arrogant wirkst, sondern ganz natürlich, aber eben nicht in dieser unsicheren Körperhaltung, weil Frauen riechen das irgendwie dann auch wie Trüffelschweine. Und selbstbewusste Männer sind top und nicht selbstbewusste Männer sind dann leider eben das, was man oft auch als Nice Guy bezeichnet. Aber der eigentliche Grund ist eben das Selbstbewusstsein. Darum sei ein Mann mit einer tollen Körperhaltung und ich sag dir, darauf fliegen die Frauen. Punkt Nummer 3 ist das Umfeld. Das bedeutet, wenn ihr euch in einem Club zum Beispiel kennenlernt, dann achtet die Frau auch auf den Freundeskreis und wie gibt er sich denn in dieser Location? Ist er auch da unsicher oder ist er da präsent und hat überhaupt gar kein Problem und weiß genau, ist sicher und ist in dem Gespräch mit seinen Kumpels ohne Angst und ist so der lockere Typ in lockeren Gesprächen? Checkt er die Lagen, fühlt er sich wohl oder fühlt er sich unwohl? Auch das können wir anhand schon von wenigen Blicken und weniger Beobachtungsgabe erkennen, ob du dann ein Mann bist,
der quasi alles im Griff hat oder auch nicht. Wichtig ist das für uns deshalb, weil die Frau immer noch vom Urinstinkt nach Sicherheit sich sehnt. Und aufgrund dessen suchen wir auch manchmal bewusst und manchmal auch unbewusst uns Männer aus, die uns dieses Sicherheitsgefühl eben auch geben können. Und daher checken wir dann da auch schon die Lage, wie gibst du dich in deinem Umfeld? Punkt Nummer 4. Jetzt geht's ans Eingemachte. Bist du auch mutig genug, die Dame anzusprechen? Denn das erfordert in der Tat schon auch eine Menge Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Aber wenn du auch zu dir stehst, wenn du dich auch gut genug fühlst, wenn du erkennst, dass du ein toller Mann bist und auch mit deinem Aussehen, mit deiner Körperhaltung, gewinnst du automatisch schon an Selbstvertrauen. Wenn du dann mutig genug bist, sie anzusprechen, ihr habt Blickkontakt, sie hat gelächelt, du hast gelächelt, dann mach den ersten Schritt und sie wird das auf jeden Fall zu schätzen wissen. Denn viele Männer heutzutage sprechen die Frauen schon gar nicht mehr an. Das ist sehr traurig. Und wenn du dann eines dieser wunderbaren Exemplare bist und wirklich mit einem liebevollen Erstkontakt die Frau eben auch ansprichst, wie genau, kannst du dir auch in anderen Videos noch anschauen, die ich schon gedreht habe, dann wird das die Frau auf jeden Fall beeindrucken. Jetzt kommt Punkt Nummer 5. Da geht es eben genau darum, auch ein bisschen um diese Ansprechtaktik, denn eine Taktik brauchst du gar nicht. Wenn du selbstbewusst bist, wenn du deinen Mann stehst und dieses Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und diese Stärke auch hast, dann läuft das im Grunde schon auch mit dem Ansprechen oft von ganz alleine. Und wichtig dabei ist, sei authentisch. Sei kein Aufschneider, sei kein Proll, sei kein, ich muss ihr jetzt irgendwelche Strategien und Taktiken erzählen, damit sie mich mag. Sei einfach du selbst. Denn letztendlich, wenn ihr dann auch später zusammen seid oder wenn ihr vielleicht einfach auch nur ein Abenteuer wollt, dann sei ehrlich und offen. Frauen mögen es, wenn du authentisch bist. Und wer verstellt sich denn schon gerne? Und wenn man später dann irgendwie öfter sich trifft und es kommt dabei raus, dass man irgendwie von Anfang an belogen und betrogen wurde und dass man gar nicht der Mensch ist, der man jemandem vorgespielt hat zu sein, dann hat das definitiv keine Zukunft. Deswegen sei ganz du selbst. Trau dir ruhig ein bisschen was zu, nimm deine Körperhaltung, dein Outfit und sei einfach der Mann, der du doch auch in Wirklichkeit bist. Trau dich einfach und wir Frauen, wir warten eigentlich nur darauf, dass mal wieder mehr Männer den Mut haben und uns wirklich auf eine nette und liebevolle Art und Weise auch ansprechen. Also, wenn dir das Video und die Tipps gefallen haben, dann gib mir doch ein Daumen hoch, abonniere meinen Kanal. Eventuell viele Tipps findest du auch in meinem Buch 100 Miese Dates und die Suche nach der Liebe. Und wenn du Vorschläge hast, auch gerne unter das Video. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Mach's gut. Danke fürs Zusehen. Tschüss.